Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA. Heute mal wieder mit einem Athleten, der in Frankfurt kämpfen wird. Und zwar heute mit Georg Bilogrewitsch. Georg, grüß dich. Grüß dich. Alles klar? Alles super. Ich hoffe bei dir auch, denn du kämpfst ja bald. Knapp 4 Wochen sind es nur noch bis zu deinem Fight am 17.09. in Frankfurt am Main. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich auf jeden Fall fit bis jetzt und trainiere auch regelmäßig. Ja, ich bin bereit auf jeden Fall. Dein erster Kampf bei Wheel of MMA, das war auch dein Debüt bei dieser Veranstaltung, war ja in Düsseldorf im Mai. Diesen Fight konntest du nach nur 2 Minuten beenden. Wie hat es sich angefühlt, das erste Mal Wheel of MMA und jetzt, nur 4 Monate später, direkt der zweite Fight? Du hast Bock, oder? Ich habe auf jeden Fall Bock. Das hat sich auch auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Ich habe ja meinen letzten Kampf verloren, leider, gegen Marc Dosis, der, ich glaube, 7-0 oder 6-0 damals gestanden hat, der jetzt bei KSW kämpft. Ja, und den Sieg habe ich auf jeden Fall gebraucht. Und ich bin auf jeden Fall bereit für den nächsten. Wie sieht deine Vorbereitung aus? Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 4 Wochen vor diesem Kampf. Wie sieht es aus? Ab wann startest du deine wirkliche Wettkampfvorbereitung? Ab wann sagst du, okay, jetzt geht quasi das sogenannte Trainingscamp los? Und inwiefern verändert sich denn deine Vorbereitung und dein Training in dieser Phase? Also ich trainiere in der Regel immer, wenn ich nicht in so einer Wettkampfvorbereitung bin, bleibe ich immer fit, versuche ich mich fit zu halten. Da bleibe ich auf jeden Fall, trainiere ich 5-6 Mal mindestens die Woche. Und wenn es dann losgeht, dann fange ich frühestens 8 Wochen vorher an. Also wenn mir irgendwas reinflattert, dann würden 6 Wochen auch reichen. Und dann steigere ich mein Trainingspensum ungefähr so auf 8 bis 10 Mal. Muss schon drin sein. 8 bis 10 Einheiten pro Woche dann, richtig? Genau. Und du steigst das Pensum bis quasi zur Fight Week. Also wenn wir davon ausgehen, Samstag kämpfst du. Wie lange hältst du dieses hohe Pensum? Eine Woche davor am besten. Und die letzte Woche, die letzten Tage mache ich dann nur noch ein bisschen was für den Kampf. Da ist ja schon das meiste gemacht. Und da versuche ich mich noch ein bisschen zu fokussieren, auf den Fight, auf den Gegner einzustellen. Ja, so läuft es bei mir. Dein letzter Kampf bei Wheel of MMA ging ja nur 2 Minuten. Wir konnten da gar nicht mal so viel sehen. Mit starkem Ground and Pound hast du diesen Kampf beendet. Wo siehst du deine Stärke? Also meine Stärken sind auf jeden Fall im Ringen. Also ich habe mit dem Ringen angefangen mit 16 Jahren. Bin auch 2017 Hessenmeister mal geworden. Habe auch mal bei der ADCC Deutschmeisterschaft auch den Titel geholt. Das war auch 2017. Also ich bin eigentlich ein Grappler. Aber seit ich hier in meinem Gym bin, sehe ich auch viele Stärken bei mir im Stand und ich habe Bock, im Stand zu kämpfen. Auf jeden Fall. Was ich mich frage, ist tatsächlich mit 16, da gehen die einen zum Beispiel boxen, die anderen sind seit 10 Jahren in ihrem Fußballverein, manche fangen da sogar an, ins Fitnessstudio zu gehen. Wie kamst du mit 16 zum Ringen? Weil das ist doch schon etwas Außergewöhnliches, würde ich sagen. Ich kam durch einen sehr guten Freund zum Ringen, der war damals schon in der 4. Klasse. Ich habe ihn schon in der 3. Klasse kennengelernt. Und der hat schon in der 4. Klasse damals gesagt, ey, komm zum Ringen. Und irgendwie hat sich das nie ergeben. Und dann irgendwann bin ich, glaube ich, erst nach der Schule dann hingegangen, habe damit dann angefangen. Ich glaube, er hat dann aufgehört und ich bin dann dran geblieben. Und dann habe ich halt auch meine Liebe zum Ringen entdeckt. Und mein erster Kontakt mit MMA, das war Krokop gegen Fedor. Da wurde ich 12 Jahre alt, genau an dem Tag war mein Geburtstag. Und vorher hatte ich auch gar nichts mit MMA zu tun gehabt. Und so, da war ich, wie gesagt, 12 Jahre alt. Und da wusste ich, irgendwann muss ich da mal rein oder muss es mal selber machen. Genau. Wenn du Krokop gesehen hast, hast du dann auch angefangen, quasi diesen linken Highkick zu trainieren, oder? Ich bin ja selber Linkshänder. Aber Highkick ist jetzt nicht meine Spezialität. Ich mag Middlekicks und Pushkicks und Knie, das sind so meine Dinge. Aber ja, so ein Highkick wie Krokop zu haben, wär auf jeden Fall vom Vorteil. Ja, das war nur eine kleine Anekdote, weil man sagt ja bei Krokop immer rechter Kick Krankenhaus, linker Kick Friedhof. Ne? Friedhof, genau. Ist wahrscheinlich auch so ein Nationalheld in deiner Heimat gewesen, oder? Der ist auf jeden Fall ein Nationalheld in meiner Heimat, ja. War das auch eine Sache, die dich noch mehr gepusht hat? Also du siehst zum Beispiel diese großen Heavyweights, du bist ja auch jetzt kein schmales Kaliber. Das waren dann ja auch wirklich deine Vorbilder, oder?
Genau, so Leute waren auf jeden Fall meine Vorbilder. Also Krokop in erster Linie, Stipe Miocic und ja, eher die schweren Leute. Auch zu Anfang Conor McGregor, Khabib, das waren so Leute. Anderson Silva ist eigentlich so mein absoluter Liebling, weil er so unorthodox kämpft und unberechenbar ist und ja. Richtiger Virtuose einfach im Käfig gewesen, immer. Immer sehr, Genau. sehr kreativ gekämpft auch, ja. Eine Genau. abschließende Frage habe ich noch, und zwar, du weißt ja jetzt, gegen wen du kämpfst. Schaut ihr euch die Kämpfe vom Gegner an oder sagt ihr, hey, wir wissen zwar, vielleicht ist er ein guter Striker oder ein guter Grappler, aber wir ziehen ein relativ allgemeines Trainingsprogramm durch, eine relativ allgemeine Vorbereitung. Ich weiß ja, dass er gegen meinen Gegner, das war, glaube ich, also gegen diesen Nold, meinen alten Gegner, den ich jetzt hier bei Wilov gekämpft habe. Gegen ihn hat er ja auch gekämpft und mit Entscheidung gewonnen. Der Kampf war aber sehr lang her, ich glaube 7, 8 Jahre. Da kann ja viel passiert sein. Und jetzt habe ich mir noch seinen letzten Kampf angeguckt. Der war im Schwergewicht gewesen, jetzt kämpfen wir auf minus 100. Ja, ich sehe, dass er aus dem Grappling kommt und dementsprechend bereite ich mich auch vor. Und ja. Sonst im Stand weiterhin das Übliche. Georg, dann danke ich dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ich habe da nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich auf meinen Kampf. Ich freue mich auf die Leute, die kommen, auf meine Leute, besonders, dass es in Frankfurt ist. Da kämpfen auch einige Freunde von mir, auf die man auch achten soll. Hasan Kayani, Wardan und Leon Naumann, auf die ich mich auch freue. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze wird. Ich freue mich drauf. Dankeschön, Georg, und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.